Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie. Und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Ja, seit einigen Tagen wird eine 26-jährige Frau vermisst im Südschwarzwald. Und hier dieses Gebiet, wir sind hier an der Ewaldhütte, am Bannwald, im Wehratal, wurde bereits von der Feuerwehr schon abgesucht. Hier hinter mir hat es einen Brunnen und bereits am vergangenen Freitag, der 11. September 2020, die junge Dame wird seit 10. September vermisst, hier liegt am Brunnen Zahnpasta ohne Zahnbürste. Wir haben es der Polizei bereits schon gemeldet. Ein weiteres Indiz, dass die junge Wanderin hier gewesen sein kann. Eine Wanderin hat die Hygieneartikel für die Zahnpflege bereits schon am Freitag, den 11. September, an dem Brunnen liegen gesehen. Ein DNA-Test von der Zahnbürste soll keiner gemacht werden, hieß es von seitens der Polizei bei einem Telefonat noch vor Ort. Die Zahnbürste und die Paste blieb somit unberührt am Brunnen liegen. 4 Stunden später dann ein erneuter Anruf von der Polizei Bad Säckingen. Sie teilten mit, dass die Zahnbürste und die Paste nichts mit dem Fall zu tun haben soll. Direkt an der Landesstraße L148, die durch die Wehraschlucht führt, liegt der Wehra-Stausee. Vielleicht haben Angler oder andere Wanderer etwas bemerkt und die 26-jährige Vermisste gesehen. Die Kriminalpolizei Bad Säckingen nimmt alle sachdienliche Hinweise entgegen und wendet sich auch an die Öffentlichkeit. Wer hat die Vermisste gesehen und kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort machen? Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Bad Säckingen oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der Videobeschreibung. Der Link zur Öffentlichkeitsfahndung mit Fahndungsfotos finden Sie ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, ich freue mich natürlich auf ein Däumchen nach oben. Bei Schwarzwald TV gibt es immer regionale Berichterstattung aus dem Regierungsbezirk Freiburg, aus der Schweiz und aus dem Elsass bei Großlage. Man kann den Kanal jederzeit kostenfrei abonnieren. Einfach rechts unten aufs Logo klicken. Wichtig ist, die Glocke aktivieren, damit Sie keinen Beitrag mehr verpassen. Zusätzlich gäbe es mir dadurch einen super Support. Vielen Dank im Voraus, einen schönen Tag noch und tschüss. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.